In jedem von euch, hörst du mich? In ja, jedem ja. von euch steckt was von mir drin. So, Freunde, guten Morgen. Wir haben es kurz vor 7, glaube ich. Fangen wir den Tag an in Berlin. Kreuzberg und Kotti in der Nähe. Spitfire Gym, Jiu-Jitsu-Stunde. Viel Spaß. Leg einfach hin. Muss ich reinlegen, wenn ich ein bisschen? Dann muss ich da oben hoch. Das können wir umgekehrt machen. Ich habe was von mir. Ja, genau, fest. Wir müssen schauen, was die Gi machen. No Gi machen. Und hier zum Beispiel. Und zack. Wir können es mal probieren. Ich würde als Sicherheit immer einen Fuß hier mindestens hier haben. Das heißt, einen hast du hier. Ja. Komm. Zack. Ja. Man kann nicht stehen bleiben, Digga. Wieder hoch, genau. Oh. Aber jetzt habe ich mich so. Ja. Crazy shit hier. Okay, vorsichtig. Okay. Du kommst. Mach hier zu. Du ziehst mich zu dir. Genau, jetzt kommt der Fuß. Der Fuß kommt jetzt hier hinzu. Der kommt da. Ja. Genau. Hier ziehst du aber mit. Genau, ja. Genau. Ah, okay. Und jetzt arbeite ich mit der Hüfte. Jetzt mit der Hüfte hoch. Ich hab's nicht verstanden. Sei ehrlich. Du hast eine blutige Lippe. Ich hab gepunktet. Ja, aber du hast eine blutige Lippe. Nicht gegen was? Dich. Gegen ihn? Sag. Ich hab gepunktet. Hart hier in Kreuzberg, oder? Macht richtig Spaß. Zentrum Kreuzberg am Kotti. Er hatte unbedingt Bock, den... Was wolltest du probieren? Söhner. Söhner. Was ist das genau? Das ist ein Sucuk-Döner, ja? Den es so, glaube ich, nirgendwo gibt. Also zumindest in Österreich nicht. Er nervt uns. Er nervt uns seit heute Morgen. Wir waren beim Jiu-Jitsu-Training. War wild. Wir waren am Arsch. Dann sind wir nach Hause, am Frühstück gekauft und er den ganzen Tag schon so, hey, ich will Söhner. Jetzt sind wir hier, probieren den, gehen ein bisschen durch die Straßen und dann schauen wir uns ein bisschen... Ein paar so ein bisschen die abgefuckte Gegend von. Wir haben Zelte hier gebaut. Einfach Zelte hingebaut. Wir schlafen einfach da, ne? Dann kannst du mal vorne erklären, was da passiert, Digga. Ja, das ist ganz heftig, Mann. Bei uns in Wien zum Beispiel würdest du sowas niemals sehen. In Wien gibt es so ein Suchthaus, wo so... Ersatzdrogen kriegen. Das ist mitten auf der Gumpendorfer Straße, aber das schaut halt von außen, das schaut nicht so abgecrackt aus. Ja, ja. Guck mal, diese zwei Wagen, da kannst du dir so Ben-Werkzeug holen. Du kriegst saubere Nadel, saubere Spritze, weil die meisten, die benutzen ja eine Nadel oder eine Spritze, die teilen sich die zu dritt, zu viert. Ne? Das ist auch unhygienisch, ist das. So werden auch Krankheiten weitergegeben und deswegen gibt es solche Wegen hier. Also was, glaube ich, auch wichtig ist, warum die so diese Nadeln und alles zur Verfügung stellen, dieses ganze Besteck, damit es auch nicht auf der Straße rumliegt. Die entsorgen das rechtgemäß und schauen halt alles, dass auch wirklich alles sauber bleibt. Das Wetter ist ein bisschen beschissen, aber ist halt so. Bruder, das ist ein ganz normaler Bezirk. Da gibt es Leute, die leben hier so ihr ganzes Leben. Ja. Nur weil die halt jetzt nicht so Möglichkeiten hatten wie andere, sind die jetzt nicht schlechter. Ja. Weißt du? Schlimmer dargestellt, als, glaube ich, als wie sie wirklich ist. So. Einmal bitte der Ausweise und die Flasche. Nein. Kriegst du nicht. Ich hätte gerne so ein Söhner. Wallah. Zwei Kunden sind gerade reingekommen. Ja. Kennt ihr Leute, die bestellen und die sagen, einfach? Nein. Nehmen sie auch Karte? Klar nicht. Oder du kommst ohne Geld in den Laden rein und fragst mich dann erst, nachdem du bestellt hast. Nimmst du die Karte. Und nimmt ihr Karte? Nein. Wahres ist wahres. Abo. Was ist das, Käse? Ja. Giants Eis, die gibt es hier auf jeden Fall auch, Leute. Auf jeden Fall, wenn man sowas trinkt, man sollte nur einmal sowas haben. Genau. Und nicht zum Sucht werden lassen, so wie es da steht. So aber das, weißt du, was ich auch, das mache ich von Cola, ich rede von Red Bull. Generell. Man sollte immer nur einmal davon am Tag trinken. Ja, aber
Aber wenn mehr, dann sucht die, oder? Ja. In jedem von euch, hörst du mich? In jedem von euch steckt was von mir drin. Und zwar ein Sucuk-Döner. Ich hab's nicht verstanden. Ihr seht, die Leute sind freundlich, Mann. Hier gibt's nicht dieses, dass sie Welle machen oder irgendwie sagen, ja, wir sind... Weißt du, ich meine, du gehst in den Laden rein, wir dürfen einfach filmen, wir dürfen machen, was wir wollen. Jeder ist freundlich, jeder ist herzlich hier. Ich habe bis jetzt nie wirklich jemanden gesehen, der hier irgendwie nach Ärger extra provoziert hat. Zumal hier noch dazu am Cottbusser Tor, du hörst, du kriegst Messer, wenn du deppert bist, dies, das. Wenn du deppert bist? Ja, aber das kriegst du auch woanders. Ja, vielleicht. Sowieso. Aber du musst es sehen, wir waren jetzt, das ist das dritte, vierte Mal, dass wir hier schon hier sind. Ja. Wo jeder war nett zu uns. Ja, wir wurden herzlich empfangen. Hier, Freaky Fruits waren wir drin. Die haben uns auf einfach ausgegeben, Getränke. Richtig gut. Cookie. Wie heißt der Cookie-Laden? Mobis Cookie haben wir auch gar nichts bezahlt. Also, es ist schon sehr, sehr entspannt hier. Die Leute sind wild hier. Abu Sultan von Algerien, Bruder. Von Casablanca wollte ich sagen, aber Algerien. Algerien. Die ganze Straße ist so ein bisschen hier, dieses ganze Eck ist so ein bisschen jetzt entstanden, gell? Ja, hier sind nur außergewöhnliche Läden. Das schon, heißt, ja? Wenn du kommst jetzt her, ich möchte einen Shawarma machen, du kriegst den nicht. Das heißt erstmal, ciao Bruder, komm mal nächstes Mal wieder. Guck mal, ich sag dir, das alles ist Kuti-Muti hier. Ja. Ein dauernd Dönerladen, das Laden, jenes Laden, türkische Läden, dies, das, hin und her, ist ja schön und gut. Aber doch nicht gleich noch einen Dönerladen, nimm einen Dönerladen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Das war mal früher mal hier ein alter Mann. Ich hab's nicht verstanden. Altersheim. Ja. 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 Und die haben das dann wohl renoviert, restauriert und daraus dann mehrere Läden gemacht. Überall sind auch sehr junge Mitarbeiter oder Chefs, weißt du mal. So drüben, wir waren bei dem Cookie, Mobis Cookie. Wir waren in Mexiko, wir waren da, wir weiß ich mal, findest du nicht. Dann kommst du nach Kreuzberg, Berlin. Let's go. So weiß ich mal. So. Ja, Mann, ist schon heftig. Schon. Street Food, Faller, ne? Ja, Mann, ja, Mann. Wie Österreich. Aber ist auch mal die Idee, dann nach Österreich zu kommen. Komm, danke, Brudi. Sehr geil, wild. Formage, Sucuk, Basla, Tomates, Pandora, Khiar. Khiar. Und nochmal Formage. Mubis, Mubis. Alles in ein Sesambrötchen. Krank lecker. Alles in einem Paket. AMG-Paket für Döner. Ja, aber oh. Ich mache einfach den hier. Schuh, was ein Biss, Digga. Ja, sag ehrlich, Bruder. Ganz ehrlich. Auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist Minus, ja. 10 ist Plus, Beste. Er, also diese Sucuk-Döner, oder ist auf jeden Fall auf Platz 2? Auf jeden Fall unter den ersten 3. Nein, er ist auf Platz 2. Weißt du warum? Warum? Weil Platz 1 war so ein AB, ein riesen Lammspieß. Ich habe den Namen leider vergessen. Wo, in Berlin? Ja, in Berlin. Der macht auch das Brot selber, der macht alles selber. Der war wirklich krass. Wedding war das. Der war schon... Der hat mich komplett... Ich habe davon zwei Stück gegessen, Bruder, in der Früh gleich. Das kommt auf Platz 2 und auf Platz 3 kommt Eddies Gemüsekäfer. Ey, Eddie, ja, schön Gruß an dich, Digga. Ecke, Tolga, dein alter Arbeitskollege. Bevor Eddie den Laden hatte, haben wir zusammen in einem Laden gearbeitet. Ich kann zwar Döner nicht mehr wirklich sehen, aber ich muss... Das ist ja kein typischer Döner. Ja, Mann. Bruder, hast du mich auf Kamera? Selfie-Shots drauf und so? Ja, Leute, also Döner war gut. Wir wollten jetzt hier noch so ein bisschen rumgehen. Wir werden auch heute noch ein bisschen in die Stadt gehen. Deswegen könnt ihr unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt, dass wir den Kotti so komplett scannen. Einmal hier einen Tag Kotti machen. Ja, ja. So, wir waren jetzt schon einige Tage hier. Wir waren jetzt schon einige Tage hier vorbeigekommen. Hier. Sorry. Einfach auf der Straße gibt es einen Couch zum Sitzen. Das ist so. Was ist das für ein Fleck, Digga? Das habe ich echt. Ich könnte da niemals. Digga, mein Gott. Und ich bin eh so ein sturer, wilder Typ. Aber wenn ich hier wohnen müsste, wie willst du mit deiner Mutter vorbeigehen? Die Spätis sind gemacht für Menschen wie uns, die nicht einkaufen gehen wollen und dann am Abend Heißhunger kriegen. Die sind nicht mal überteuert wie Tankstellen oder so, kennst du? Das ist ja richtig nice. Ich bin jetzt gespannt, was du von dieser Musik hältst. Kann ich wenig reinmachen. Copyright. Nein, das geht. Cool,
Schaust du hin? Was? Was? Ich hab was, Bruder? Schaust du hin? Was, Bruder? So, Type, check noch ein paar Chicks ab.